Michail Mischustin, der Leiter der russischen Steuerbehörde, soll auf Wunsch von Präsident Wladimir Putin Nachfolger des zurückgetretenen Regierungschefs Dmitri Medvedev werden. Das Parlament muss ihn noch bestätigen, dies gilt als Formsache. Nach der Ankündigung einer Verfassungsreform war die gesamte russische Regierung überraschend zurückgetreten. Er wolle Präsident Wladimir Putin damit die Möglichkeit geben, die nötigen Veränderungen im Land anzustoßen, sagte Medvedev in Moskau. Diese Veränderungen werden, wenn sie akzeptiert werden, und das werden sie, einen Wandel bringen. Nicht nur einige Artikel der Verfassung werden geändert, sondern dadurch auch das Kräfteverhältnis. Ich möchte Ihnen für alles danken, sagte Wladimir Putin zu Medvedev, für alles, was Sie getan haben. Unter all der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, wir haben nicht alles geschafft, aber man kann nie alles schaffen. Dass Putin hier seinen langjährigen Wegbegleiter fallen lässt, daran hatte kaum einer geglaubt. Als Trost soll Medvedev nun stellvertretender Chef des russischen Sicherheitsrates werden.